So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen auf dem Balkon. Das ist das zweite Testvideo auf dem Balkon, wo ich Burger testen möchte. Wir haben letztens das Chicken Club, den Chicken Club Burger, genau, mit zwei Pets, zwei Lagen Chicken Cornflakes Panade getestet. Das war dieser hier, den möchte ich jetzt aber nicht nochmal aufmachen. Wer das Video sehen will, wie der geschmeckt hat, wie der aussah, der schaut das letzte Burger-Video an. Heute möchten wir uns aber diesem Burger widmen und ihr seht schon den Unterschied. Das war der letzte, das ist der dieses Mal auf gleicher Höhe. Das ist kein Fake, wenn ich so mache, wirkt der ja wieder kleiner. Da denkt man, die sind gleich groß, aber wenn man die wirklich nebeneinander hält, sieht man, das ist ein richtiger Oschi. Das ist die 400, ich kann es gar nicht lesen. Fiss, sieht aus, als wäre es ein S hinten. 416 gegen 419, wieder aus dem indischen Restaurant Bombay, der lauter indische Speisen hat. Guckt euch das an, so eine ganze Karte voll mit indischen Gerichten. Die machen auch Pizza. Auf jede Pizza kannst du auch Pommes haben. Und die haben noch so eine Pizzeria-Karte dazu, wo ich beim letzten Mal auch schon vorgelesen habe. Da gibt es also amerikanische Snacks, Burger, Nuggets, Wings, es gibt Pizzen, amerikanische Pizzen mit Käseranfüllung, es gibt Calzone, Nudelgerichte, Tagliatelle, Gnocchi, Lasagne, überbackene Gerichte, Fleischgerichte, Kebabchichi, Fischstäbchen, Schnitzelsachen, es gibt indische Gerichte hier drauf, es gibt Aufläufe, griechische Spezialitäten, Omelettes, noch nie gesehen. Beilagen gibt es Pizzabrötchen, Pizzabrot, American, Frühlingsrollen, Falafel, chinesische Gerichte auch, etliche zur Auswahl, Röstigerichte, Salate, mexikanische Salate und so weiter. Die haben also wirklich vieles, aber irgendwo haben die Leute immer gesagt, wenn jemand zu viel Auswahl hat, dann kann das gar nicht gut sein, weil die ja zu viel durcheinander machen, anstatt sich auf eins zu konzentrieren, und das haut richtig rein. Fliegt alles rum, muss alles schnell gehen, ist dann alles, ach, was weiß ich. Wir, jetzt habe ich es vergessen vorzulesen, haben aber heute noch einen Burger. Ich habe den anderen jetzt eben gegessen und den muss ich mir jetzt danach gleich reinpressen. Und zwar gibt es in der Karte einen Maxi-Burger. Der Maxi-Burger kostet 6,50 Euro, also genauso viel wie der Chicken Club Burger und hat auch zwei Pets. Der andere hatte zwei Pets paniertes Hühnerbrustfilet mit Käse, Salat, Tomaten. Der Maxi-Burger hat zwei Pets zu je 125 Gramm Rinderhacksteak mit Salat und frischen Tomaten. Hier steht extra frische Tomaten, bei dem anderen stand nur Tomaten, das waren also alte gammelige Tomaten. Und neben dem Maxi-Burger für 6,50 habe ich mir aber gleich die 419 geholt, den XXXL Maxi-Burger für 12 Euro aus 450 Gramm Rinderhacksteak, Käse, Salat, frischen Tomaten. Haben die da jetzt einfach 3-4 Scheiben von dem Patty draufgeknallt oder haben sie ein 450 Gramm Patty draufgeknallt? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt an der Stelle. Ich werde mir das jetzt hier rüberziehen. Ansonsten ist alles gleich. Ich werde den jetzt mal auspacken. Der sieht gar nicht aus wie ein Burger. Das sieht jetzt einfach aus wie eine Rolle, wie eine Dönerrolle. Warum ist denn das so lang? Das ist ja richtig lang gezogen, aber auch nochmal in Alufolie eingewickelt. Das heißt, das stellen wir mal hier rüber. Ich das so in der Hand habe, sieht das aus wie ein ganzer Brotlaib. Wir wickeln das jetzt hier auf. Oh mein Gott. Was ist das denn für... Das ist auf jeden Fall kein normales Burgerbrötchen. Dafür haben sie sich was ganz Spezielles ausgedacht und... Ach du meine Güte. Und ich sehe schon, wie alles hier runterläuft auf einmal. Guckt euch das mal an. Was ist das für ein Teil? Das ist groß. Das ist fett, das ist Ramses Kitchen. Das nehme ich jetzt hier runter. Ich lege das jetzt mal wieder hier auf diesen Teller, den habe ich beim letzten Mal auch gehabt, damit eben die ganze Brühe, die da rumläuft. Boah, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Ach, wir müssen es rumdrehen. Es war sogar noch auf dem Kopf. Es lag falsch rum. Ich sehe nämlich jetzt, wenn ich es rumdrehe, plötzlich Sesamkörner. Und die habe ich vorher nicht gesehen. Jetzt guckt euch das mal an. Das ist der XXL XXXL Maxi Burger.
lang wie ein Brot, mit viel Fleisch drauf, mit Salat, mit allem. Ich drehe es mal hier rum, ich nehme mal kurz die Kamera in die Hand. Ich möchte euch den mal jetzt so zeigen. Das ist meine Hand, der ist im Prinzip so lang wie meine ganze Hand. Der ist mega schmierig, der ist richtig durchgeweicht jetzt. Der hat aber auch hier die Soße drauf. Wir wollen den eigentlich hochnehmen, ich habe Angst, wenn ich den hochnehme. Das sieht mega unappetitlich aus gerade, aber egal. Das ist nicht nur ein Fleischstück, das sind zwei Fleischpatties. Also sie haben nicht ein riesengroßes gemacht und nicht vier Stück. Sie haben einfach zwei mega große Fleischpatties hier aufeinander gelegt und die riesengroß gemacht. Jetzt klappen wir den wieder zu. Das wird gleich richtig abartig. Wir stellen euch wieder hin. Wir wollen irgendwie, oh, das schmeckt gerade wie Erdnuss. Und laufen jetzt Leute vorbei, müssen heimlich in den Burger beißen. Das schmeckt irgendwie gerade wie Erdnusssoße oder so. Ich halte nochmal die Karte hoch, nochmal fürs Thumbnail. Möchte ich diesen fetten Burger zeigen. Guckt euch das an. Müssen ein bisschen aussehen wie Evagno. Wir klauen von den Besten. Ja, den mag ich eigentlich nicht, also egal. Jetzt bin ich genauso blöd wie Evagno, könnte man sagen. Aber ich muss ihn noch ein bisschen so hinstellen. Jetzt beißen wir rein. Wir nehmen das hoch. Wir nehmen das hoch. Ich weiß nicht, wie ich da anfangen soll. Boah, das schmiert rum. Komplett. Wir nehmen da mal falsch rum. Auf den Kopf. Und beißen einfach hier an der Seite rein. Guck dir das an. Mmh. Wir haben es geschafft, da rein zu beißen. Und das habe ich gesagt bei dem Chicken Burger. Der ist ein bisschen trocken. Fehlt mir was Saftiges. Hier beißt du rein und dir läuft die ganze Soße überall lang. Aber nicht Soße nachträglich, sondern der Saft aus dem Fleisch fließt überall lang. Wir beißen nochmal weiter hier vorne rein, wo die Tomate ist und das Fleisch weniger wird. Mmh. Guck dir das an. Also es schmeckt wie ein dicker, großer Klumpen Matsch, aber hat irgendwie Geschmack. Ich finde, es geht, man kann es essen, für 12 Euro ist das trotzdem ein Hingucker. Müsstet ihr selber testen, sage ich mal dazu. Würde ich mir vielleicht nochmal kaufen, wenn ich irgendwo bin und richtig Kohldampf habe und nicht den anderen schon davor gegessen habe. Ansonsten bin ich echt überrascht, dass diese Fleischpatties nicht einfach normale Größe haben und dann vier Stück übereinander mit Maulsperre, sondern dass das nur zwei sind und dafür mega in die Länge gezogen und extra anderes Burger, Brötchen, Burger Bun dazu gewählt. Das finde ich cool, das hat mich überrascht. Der Geschmack geht auch, das Fleisch ist super saftig. Es ist alles eine matschige Angelegenheit, aber trotzdem kann sich sehen lassen. Burger-Fans kommen hier trotzdem auf ihre Kosten. Wir beißen nochmal hier unten in den Bauch und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.